Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Jam, diesem Let's Play. Ja, wir haben hier geschaut gehabt und geht noch weiter mit der Bergbesteigung. Ja, das ist immer noch ein komischer Begriff, aber trotzdem führen wir nun fort durch eine Abkürzung, die wir im Lucky Two Infozentrum, naja, eben freigestellt haben. Ne, wir waren da einfach und dann war da eine Abkürzung und die nehmen wir halt jetzt. Mir geht's dazu auch nicht zu sagen. So, die Gegner, den weichen wir auch alle gekonnt aus. Oh nein, der kriegt uns dann doch nicht, Gott sei Dank. Wäre irgendwie tragisch gewesen, hätte er uns doch bekommen. Weil dann hätten wir kämpfen müssen. Und da ist aber nur Geld dran. Komme ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich nach rechts gehen. Ja, muss ich auch. Ja, dann tun wir das eben. Ja, und wir greifen daneben. Aber jetzt nicht mehr. Okay, ich sehe auch, die Kamera dreht sich nicht. Ich sehe auch da einen bösen Gegner. Aber der wird wahrscheinlich nicht hier runterkommen. Insofern kann ich einfach da langlaufen und... ja, ausweichen. Ach, schaut mal an, da sind wieder Bohnen. Na, dann nehme ich mir die Bohnen mit. A, B und Y. Eine Herzbohne und Geld und noch mehr Geld. Das... keine Ahnung, ich habe mir Besseres erhofft. Vielleicht 3 Bohnen. Das werden immerhin 3 Statuspunkte mehr. Gut, wir sind etwas weiter oben. Wieso zählt das immer als Sprung? Ich meine, ich habe kein Problem damit, aber warum zählt das als Sprung? Okay, ich weiche einfach jetzt aus. Ich versuche es gar nicht aus, drauf zu springen. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Einfach drüber springen. Und das gar nicht versuchen, irgendwie drauf zu kommen. Oder? Na, ne, 13 Schadenpunkte, das ist es wirklich nicht wert. Ach, Moment, ich bin nur 3 Marios. Ich habe eine Idee, was jetzt du. Ich kopiere mich. Was ich dann tue? Dann renne ich. Super Idee, oder? Finde ich, ich finde die Idee knorke. Also, das muss man einfach so sagen. Die Idee war super. Ich meine, das muss ich nicht kämpfen. Ja, da hinten geht es nicht lang, okay. So, da müssen wir gerade aufpassen, dass wir nicht nochmal gegen den Typen kämpfen müssen. Ja, bei Papi Mario. Es ist halt nach wie vor immer noch so eine blöde Sache, dass man hier so dritt rumläuft, weil man deswegen dann, naja, eine längere Schlange hat, die erwischt werden kann. Ach, schau mal an, Lucky Two, was will der denn von mir? Ich habe gesehen, wie jemand durch dieses Feld da gefallen ist, als er gerade überquert hat. Er ist total langsam gefallen, aber einmal gab er der Boden und eben nach nicht fliegen zu können, ist doch bestimmt sehr hinderlich. Also hier, Debbie. Ach, die waren ganz da unten. Ach so. Nun ja, ich schätze, man kann da auch drüber rennen. Oder ich schätze, das wird die einzige Möglichkeit sein, das zu machen. Ja. Hilfe! Oh Gott, so viele Gegner. Und noch so einer. Wobei ich sagen muss, die großen Bullies bekämpfe ich gerne. Aber dennoch, so wenig Erfahrungspunkte wie nur möglich. Wir wollen das Ganze uns ja schwer machen. Ja, da ist ja noch einer. Ah, nein, eine Bohne. Hier muss ich aufpassen. Ich will den Graben unter der Erde und da ja, nicht ihn. Okay. Ah, so viel Bohnen, aber größtenteils nur Geld. Ja. Wohl, ich scheine auf der Spitze zu sein, oder zumindest in der Nähe. Zeit zu gehen, euer Hoheit. Ach du Heiliger, es ist ein... naja, Bowser Jr. Kartonkoloss. Wie man sich das schon denken konnte, dass es so einen geben würde. Es ist in der Zeit, dass wir zur Festung eures Vaters zurückkehren. Ich will aber nicht. Außerdem warst du es, der mir gesagt hat, ich soll hier spielen. Das stimmt schon, aber... wir haben euch doch schon erklärt, dass Mario und seine Freunde jeden Moment hier sein werden. Ist mir egal, bin noch nicht fertig mit Spielen. Und außerdem habe ich keine Angst vor Mario oder seinen komischen Freunden. Jetzt, da ich diesen obergenialen Karton-Kartos besitze, habe ich für gar nichts mehr Angst. Seufzt, jetzt seid doch vernünftig. Seht ihr, was habe ich euch gesagt? Jetzt müsst ihr doch um hier rumkümmern. Ja, Mario, dein Timing könnte perfekt denn nicht sein. Wir werden mit diesem Karton-Kartos einen Testlauf durchführen, über dein Gesicht drüber. Oh, heute sind es Koopas und nicht Gumpas.
Das ist aber eine heikle Situation. Wo steht ein Tote? Der Kartonkoloss, in dem sie gearbeitet hat. Hier sind wir, hier drüben. Kann er jetzt fliegen oder was? Also heilige Peach, zuerst einmal möchte ich euch für eure Geduld danken. Bereitet euch selig vor auf. Das. Also halt, Gott. Ich meine, der Mario und der Luigi sahen irgendwo noch gut aus, aber das ist eklig, fast schon erschreckend. Das ist gruselig. Wie das aussieht. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich direkt in den Kampf reinspringen würde, wenn ich hierher komme, aber anscheinend geht der Kampf direkt los. Gut, dann wäre es der Karton, riesen Karton, Koloss Peach. Es gefällt mir nicht, wie sie aussieht. Es gefällt mir kein Stück, wie sie aussieht. Na gut, meinetwegen. Meinetwegen. Ach, guckt euch dieses Gesicht an. Es ist so hässlich. Entschuldigung. Während eines Sprints öffnet Karton Koloss Peach ihren Sonnenschirm. Setzt sie ihn zur Abwehr vor geschossen ein. Karton Koloss Peach öffnet ihren Sonnenschirm auch, wenn sie geworfen wird. Dies macht es möglich, sie noch weiter zu werfen. Doch zurück während eines Sprungwurfs kurz vor der Landung auf den Gegner Arm zu diesem Schaden zu wirken. Okay. Also kann sie halt jetzt mehr. Wir kommen also jetzt an den Punkt, wo auch die Kartonkolossen mal was Neues können. Nicht einfach nur springen können. Ja, neuer Rhythmus mit mir ganz vielen Toasts, die rumtanzen. Okay, so, was ist da drin? Wahrscheinlich KP jetzt. Insofern ignorieren wir das. Okay, wir hatten einen Sprint. Ja, irgendwie war da halt niemand, ne? But nobody came. Hehe. Ach genau, stimmt. Bevor ich angreife, sollte ich sie vielleicht auch umwerfen. Das wäre so eine Idee. Ach, ich hätte vorher A drücken müssen. Ach so. Ich dachte, ich drücke einfach irgendwann mal A. Ich glaube, meine Karton-Koloss Peach wird jetzt zerstört. Hoppala. Wie komme ich da denn jetzt so dahin, außen rum gehen? Moment, Peach. Ich rette dich einen Moment. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, das. Ey, gut, okay, doch, das ist irgendwo schon doof. Hoppala. Ich wollte eigentlich ja Kamera hier, wir wissen es noch. Super Kamera, das machst du schön, Kamera. Gut, gehen wir zurück und machen wieder ein bisschen mehr Laune für die Toads. Okay, genug Laune für die Toads. Wieder angreifen. Okay, du da. Ich mach dich kalt. Aha, so muss es aussehen, okay. Ich muss sagen, ich war leicht irritiert, wie das aussehen soll. Was ist los? Achso, hat angegriffen. Ja. Das ist halt relativ ungefährlich, weil er, naja, nicht trifft. Den kann man doch sicherlich in die Starren reinwerfen, oder? Oder einfach das machen. Na, aber das würde die nicht ganz. Ah, oh, komm, machen wir gerade weiter. Weg mit dir. Man kann aber auch sicherlich in die Starren werfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Na gut, aber dieses stärkeren Schaden beim Stampfen machen, das kommt ja jetzt nicht irgendwie daher, dass Karton-Koloss Peach mehr kann. Das kommt ja nur daher, dass Mario und Peach und Papiermacher eine Stampfattacke durchführen. Warum konnten wir das vorher nicht schon machen? Ah, ich habe eine Idee. Ja, so viel zu der Idee. Komm, greif an, mein Freund. Greif richtig an. Los, schieß eine Kugel. Aha. Es siege dein, falls reich tun. Aber warum lebst du noch? Ja, wenn man sie oft genug anrempelt, werden die mit ihnen auch schwindelig. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich frage mich, ob man da auch einfach A hämmern kann. Also, um diese Schlepperattacke auszuführen. Oder ob man da wirklich ziehen muss. Soll ich was testen?
ob ich die Typen auch irgendwie in den Abgrund stoßen kann, aber anscheinend darf ich das nicht testen. Nee, man kann anscheinend kein A hemmen. Wenn man A hemmet, dann passiert nichts. Hubala. Nee, ich will den angreifen. Dankeschön. Okay. So, wahrscheinlich kommt jetzt der große Baby-Bowser oder sowas. Oh, da ist er, ja. Karton Koloss Bowser Jr. Aha. Na, dann geht's los. Oder so. Oh, der kann rennen. Boah, versucht doch uns zu schnappen. Schaffen diese Pfeife doch sowieso nicht. Keine Ahnung. Erstmal meine Motivation verbessern. Weil meine Toads geht's nicht mehr so gut. Ich habe nur zwei Toads, die da unten rumtanzen. Okay, so, meine Toads sind wieder da. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, der Bowser Jr. haut ab. Ja, und ich kann ihn nicht holen, wenn er über das Ding drüber geht. Moment, kann ich auch drüber schwinden oder kann nur er das? Und ja, wunderbar. Das ist mittlerweile einfacher als der Kamek-Kampf, muss man sagen. Bei dem Kamek-Kampf hatte man halt dieses Problem, dass Kamek scheiße war. Ja doch, das war sie leider. Anscheinend kann jeder mit so einer Sprintattacke über diesen Rand gehen. Ja, anscheinend kann das jeder. Ja gut, dann probiere ich das auch mal gleich aus. Ah, da oben in dem Himmel, im Himmel war Geld. Und tot. Oh ja, tatsächlich. Man kann, wenn man drüber. Das gibt zwar keinen Sinn, aber es geht. Aha! Ich habe dich! Ja, man kann ihn in die Stacheln werfen. Das hätte zwar nichts gebracht, aber es geht. Und dann fliegt auf den Boden und ich fliege in die Stacheln. Aber anscheinend ist das so, ist es okay, weil die Zwischensequenz beginnt. Ach, jetzt füllt das ja auf mit Schnee, oder wie? Ja, keine Ahnung, was ändert denn das für mich jetzt? Oh, warte, stopp, meine Leiste ist fast leer. Die Toads sind sehr unmotiviert. Das sollte man ändern. Er kommt her, Toads. Ja, das ist, ich hätte das Timing gerade nicht so hin, weil ich noch auf Baby-Bowser gleichzeitig achte, weil ich mir nicht sicher bin, dass er wirklich da stehen bleibt. Ich habe das Gefühl, er greift gleich an. Aber anscheinend doch nicht. Das Spiel ist nett in dem Bezug. Okay, greifen wir an. Soll er wegrennen? Nein, nicht ihn. Wieso fixierst du immer die Falschen, ne? Oh Gott, mein Gott. Ich kann einfach nicht drauf weiterhalten, wenn da dauernd Gegner sind. Ja, er ist viel zu schnell. Wahrscheinlich muss ich vielleicht eine Kugel auf ihn werfen. Und, ja, das hat funktioniert. Aber er lebt noch, leider. Aber okay, es ändert sich wieder der Kampf. So ein Mist, eigentlich war das noch Plan. Okay, jetzt ist aber Schluss mit Lustig. Jetzt packen wir die großen Bomben aus. Eine zauberhafte Idee. Sag ich doch, klatsch ab. Große Bomben? Ja, so Bomben in Form von, ich kann sie zurückwerfen. Ich sehe schon, wohin das führt.
Ah ne, haut ab, bevor ich weitermachen kann. Gut, dann haut Motivation. Ja, ich brauche auf Bowser gar nicht achten und die beiden Bowser Juniors. Die werden sowieso nicht angreifen. Die stehen da jetzt hinten, tanzen mit. Ich sehe das gerade nur aus dem Augenwinkel, aber ich glaube, sie tanzen mit. Wir werden auch nicht genau und dann gibt es mehr Motivation. Ja, gehst du mal weg. Aber wobei, wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind, dann töten wir ihn halt. Schade, der würde sterben, wenn er die Bomben reinknallt. Gut, dann ist er aber jetzt tot. Das bringt mir zwar rein gar nicht, dass ich den Typen getötet habe, aber hey, er ist tot. Und da ist ja noch so einer. Na, bleib stehen. Ja, sie hauen ab. Hä, was? Aber ich hätte doch angegriffen. Wieso hat mir das jetzt Schaden gemacht? Ah, und jetzt rausspringen. Oh, wie er da liegt. Oh nein, er dreht sich wieder um. Wo ist er hin? Da ist er hin. Wie er einfach sämtlichen Bomben getrotzt hat. Meine Motivation ist ziemlich im Eimer, bitte. Mein Gott, wie oft ich die Motivation der Taus aufladen muss. Das sollte eigentlich mittlerweile schon lang, weil viel KP hat er eh nicht, aber trotzdem, ich lasse gerade mal voll auf. Nein, ist ja jetzt kein Ding. Man kann ja mal gerne den ganzen Taus ein bisschen Motivation geben. Geht jetzt wieder alle weg. Geht mir aus dem Weg. So, jetzt mache ich aber hier. Jetzt machen wir keine Gefangenen mehr hier. Oh, hier. Schaden für dich. Hier ist ein Weg. Gut, okay, das mit dem Rampeln bringt irgendwie überhaupt nichts mehr. Ich kann ihn nicht mehr verwirren mit dem Rampeln. Da müssen Sie darauf achten. Na, da hinten wieder hin. Okay. Wahrscheinlich habe ich ihn gleich sogar besiegt. Ohne die Bomben zu benutzen. Ah, okay, gut. Dann springen wir ein letztes Mal drauf und Zerstörung. Das war deutlich einfacher und lustiger als der Kamek-Kampf. Auch wenn ich Karton Colossus Peach einfach grauenhaft finde. Ich meine, guckt euch das an. Da kriegt man eine Gänsehaut. Oh, Feldtrefferhandschuhe und Stapelstiefel. Oh, Stapelstiefel könnte gut sein. Schlucht, sie haben meinen Kartonkoloss kaputt gemacht. Warum hast du ihn auch so schwächlich konstruiert? Genau davor hatte ich gewarnt, Euer Hoheit. Dafür können wir uns gerade auch null kaufen. Gehen wir zurück zur Festung. Sehr wohl, Eure Hoheit. Sie dürfen sich nicht kommen lassen, hinterher. Ja, hinterher. Das sieht sehr suspekt aus. Ach so, das kann man. Okay. Ich werde noch nicht sagen, was es ist. Wobei, ich mach's gleich. Ich lasse euch kurz denken. Was könnte das sein? Okay, jetzt verrate ich's. Das kommt einfach an die Tür hinein, die wir im Untergrund gesehen haben, damit wir zu Bowsers Festung kommen. Das heißt, wir sind gleich im Finale. Wunderbar. Dieser Dingsbums kommt mir bekannt vor euch, nicht wahr auch? Ich könnte schwören, dass ich schon mal irgendwo gesehen habe. Ja, damit kommen wir ins Signal rein. Damit können wir die Tür im Untergrund öffnen, die zu Bowsers Festung führt. Oh. Das war auf jeden Fall die Prozessin hier entlang. Ach, warte, nein, stimmt. Es kommen keine normalen Bosse ohne Speicher, ohne Herzblock vorne dran. Stimmt. Die ach so große, tolle Festung von Bowser. Villa, meine ich. Ja, tolle Villa. Auf geht's! Oh nein, da fallen sie. Wieso kriegt er eigentlich nur Papiermacher in die Kurve? Er springt mit aus Loyalität. Papier kann nie im Leben schneller fallen als ein Mensch. Es gibt wirklich keinen Sinn, wieso plötzlich Mario schneller fällt.
meine, er wird sogar vom... Egal. Egal, wie du spielst. Ist okay. Ist okay. Aber ich finde diese Pose sehr schön, wie Luigi sich da festhält. Wow, du stehst immer wieder voll überraschend, Papier Mario. Ui. Das ist total cool. Mario, deine Idee ist schon gar nicht schlecht, aber irgendwie habe ich dir wütend, dass es so nicht hinhauen wird. Er redet, man hört nur nichts. Papier Mario hat recht, du besitzt beide viele einzigartige Fähigkeiten. Vielleicht könnte Luigi und du euch nicht in eine Papierfliege verwandeln, aber das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Für die Papiertricks ist sowieso Papier Mario zuständig. Ihr drei seid ein großartiges Gespann. Also dann, lass uns weiterziehen. Sie sind schon wieder mit der Prinzessin entkommen. Natürlich müssen wir die Prinzessin retten. Luigi, das ist doch schon ganz... Das versuchen wir ganz... Ja, okay. Jawohl, sobald wir sie finden, stampfen wir den beiden Bowser Jr. auf den Kopf. Aber das ist der springende Punkt. Wie sollen wir sie nur finden? Ja, wir gehen in die Festung. Oh, stimmt ja. Das haben sie eben gerade erst verloren. Das sieht irgendwie wichtig aus. Und irgendwie kommt mir dieses Symbol bekannt vor. Ja, erneut. Warte, was? Tripeldroben? Ja, da. Also, ich glaube, das war unter den Tripeldroben, ne? Das ist es, die Tripeldroben. Ich erinnere mich ganz genau, es dort gesehen zu haben. Aber wo dort genau? Was meinst du, Luigi? In den Katakomben. Wieso muss ich das. Warum muss ich das Stück für Stück rekonstruieren? Sag's einfach. Merkt ihr was? Wenn ich die Zerstörung direkt gesagt hätte, der hätte ja einfach gesagt: Mein Gott, ich weiß es eh. Seht ihr, ich mecke ja nur schlimm, ne? Also gut, zur letzten Frage. Sie richtet sich ein paar P-Mario. In einer Zelle. Auf einer merkwürdigen Wand. Diese Rückblende, wie unnötig. Ja, ich weiß, es ist ein Kinderspiel, aber das. Da hätte man doch alleine drauf kommen können, oder? Na gut, okay. So gesehen ist es wiederum gut für Leute, die das Spiel spielen, dann monatelang nicht mehr und dann spielen und denken, warte mal, wo kommt das hin? Für das ist es okay, das ist. Ich beschwere mich nicht. Jawohl, ich glaube, das ist raus. Vielleicht ist da die Lösung, wie man Bowser's Festung einsteigt. Und es gibt nur einen Weg herausfinden, zurück zu den Tripeldroben-Katakomben. So, aber wenn ich jetzt schon gerade hier bin, interessiert mich brennend, was das da oben soll. Ach so. Das war alles. Mehr ist hier nicht. Ich hab irgendwie erwartet, dass das irgendwie großartiger wäre. Ich dachte, ich könnte da wieder hoch zu der tollen Villa von Bowser. Ob diese tollen Bowser, wenn da oben auf der Spitze irgendwas wäre? Und was ist eigentlich mit diesem großen Bob-Bob, mit dem König Bob-Bob? Gibt's da jetzt keinen Bosskampf? Wie gemein. Dabei habe ich mich auf einen Bosskampf gegen König Bob-Bob gefreut. Ach, guck mal da, ein Lucky-2-Info-Zentrum. Seid ihr unterwegs in die Tripeldroben? Falls ja, ihr könnt ja einfach runterspringen. Danach geht's immer geradeaus. Viel Glück. Nur keine Angst, wir sind zwar echt weit oben, aber irgendwie werdet ihr den Sprung schon schaffen. Tordorf. Oh. Okay. Ja, keine Ahnung, soll ich ja mal reingehen? Bringt das irgendwas? Ja, anscheinend gibt's hier nichts zu tun. Und die schwere Mission, gibt's da irgendwas Neues? Nee, anscheinend auch nicht. Gut, ich habe alles geschafft, Feurika. Ganz klasse. Ja, wenn es immer weiter nach unten geht, dann machen wir es das nächste Mal dahin auf. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Paper Jam.